Wie sagt man so schön, nach dem Tier 10 ist vor dem Tier 10 oder umgekehrt. Heute begrüße ich euch mit dem Tier 10 schweren Panzer der Schweden, dem Grandwagen. Keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist, aber sei es drum. Hier geht es nicht um die Aussprache, sondern das Gerät zu sehen. Und das kann wirklich etwas, so viel will ich schon mal vorwegnehmen, einer der unglaublich interessanten und verdammt starken Panzer, die es bei World of Tanks gibt bzw. geben wird. Und manche munkeln sogar schon, dass dieser sehr bald genervt wird, wenn er nicht sogar schon genervt wird, bis er so released wird. Aber das warten wir mal ab. Jetzt wollen wir natürlich schauen, was kann der Panzer? Erstmal gehen wir in den Tech Tree und sehen, sobald ihr den Panzer einmal freigeschalten habt, braucht ihr nichts mehr machen. Dieser Panzer als 10er hat alles, was das Herz gerne hat. Wie er aussieht, ist recht simpel. Es gibt folgende Tarnungen, die ihr auf den schweren Panzer draufklatschen könnt. Das ist alles möglich. Natürlich, vielleicht auch, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen, Inscriptions. Gerade hier bei einem Schweden ist es ja mal ein bisschen was anderes als bei manch anderen. Hunglig Höfleranteur. Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall klingt es schon sehr lustig. Alles andere klicke ich nicht an. Das könnt ihr ja unten sehen. Also auch da könnt ihr euch deutlich austoben. Leider gibt es keinen IKEA-Schriftzug. Ansonsten, hier das Equipment, was ihr einbauen könnt. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht großartig von irgendwas überrascht. Das ist alles die eher klassische Standardkost. Wir haben ja einen Autoloader. Das darf man hier nicht vergessen. Gut, jetzt haben wir uns den Panzer hier mal optisch angesehen. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, wie schlägt er sich denn. Und selbstverständlich wird er hier mit den zwei Autoloadern, die es im Spiel im schweren Bereich gibt, verglichen. Das heißt AMX 50B und T57 Heavy. Und hier haben wir jetzt also den Vergleich der drei Autoloader Heavies im Spiel Grandwagen T57 Heavy und AMX 50B. Und wenn ihr euch jetzt wundert, was hier gleich im Fenster laufen wird, ich habe schon mal vorweggenommen das Thema Panzerung, weil dazu würde ich direkt als allererstes eingehen, bevor wir sozusagen zu den anderen Werten kommen. Wir sehen die Panzerung, dass hier der Grandwagen eigentlich schon ganz gut dasteht, aber schlechter ist als AMX 50B und T57 Heavy. Beim Turm ist es noch mal ein bisschen anders, aber diese unglaubliche Schräge des Panzers verändert diese Werte noch mal ganz anders. Also 110 und 225 passt gar nicht. Deswegen schaut ihr rechts dieses Video mit Bild im Bild an, dann seht ihr genau, was ich meine, denn da sieht man, dass die Werte noch mal ganz anders sind und den 10er Schweden zu einem der Panzerungsmonster im Spiel verändern und dementsprechend dieser Wert auf dem Papier ganz anders sich darstellt, als er dann wirklich im Spiel ist. Ansonsten kommentiere ich aber in der Zwischenzeit mal das Thema Firepower. Da sehen wir, der Standardschaden, da sind alle drei exakt gleich, da gibt sich gar keiner irgendwas. Beim Durchschlag, da sind die anderen minimal stärker, aber die sind so nah beieinander, da gibt sich kaum ein Unterschied. Wo dann ein Unterschied ist, ist bei der Feuerrate. Da ist der T57 Heavy der stärkste, der AMX 50B der schwächste. Turmdrehgeschwindigkeit, da ist der Schwede ganz klar langsamer mit 26,07 Grad. 11 Grad langsamer oder fast 11,5 als die anderen beiden. Also das ist natürlich ein klarer Nachteil, wenn ihr umfahren werdet von einem gegnerischen Panzer. Da müsst ihr euch dementsprechend schnell mitdrehen, dass ihr da gut mitkommt, denn auch die Wannendrehgeschwindigkeit, kommen wir gleich noch dazu, ist entweder gleich oder auch langsamer als bei den anderen Jungs. Das ist klar ein Nachteil. Ein riesig großer Vorteil ist dann auf jeden Fall wieder aber beim Thema Richtbereich der Kanone, denn wir kommen mit minus 12 Grad 4 Grad niedriger als alle anderen beiden. Lediglich bei der Steigung, da kommt sie dann plus 10 Grad, die anderen bei plus 12, aber wie gesagt, in der Regel der negative
Richtbereich der Kanone viel interessanter, viel spannender und auch viel ausschlaggebender für ein Spiel. Dann hier die Nachladezeit. Mit 27,4 Sekunden ist er deutlich langsamer als der T57 Heavy, aber nochmal etwas schneller als der AMX 50B. Die Granaten sozusagen im Clip selber, da ist er der langsamste, zwischen den Schüssen vergehen immer 2,75 Sekunden. Beim T57 Heavy sind es lediglich nur 2, aber auch der AMX 50B hat da 2,5 und ist nochmal etwas schneller. Also sozusagen auf ein Shootout mit den anderen beiden, da kriegen die ihre Granaten deutlich schneller raus, als ihr das machen würdet. Für den Schweden spricht wieder die Einzelzeit. Mit 2,4 ist er zusammen mit dem AMX 50B der Beste. Bei der Genauigkeit auf 100 Meter ist er der Schwächste mit 0,35, aber sind wir mal ehrlich, 0,35 zu 0,34, das wird das Kraut nicht fett machen. Schaden pro Minute, da sehen wir, dass der 57 Heavy einfach aufgrund seiner Nachladezeit deutlich höher einzuschätzen ist, nämlich mit 3203 viel schneller schießt und viel schneller den Schaden anbringt als der Schwede, aber auch der AMX 50B kommt hier auf keinen guten Wert, ganz im Gegenteil, der ist sogar der schwächste von allen. Hitpoints hat der Schwede hier am allerwenigsten, wobei, wie gesagt, natürlich dann die anderen einfach nicht mit der Panzerung mithalten können und das dann am Ende des Tages dann für ihn spricht, wo man dann sagen muss, ja, der Panzer hat dann da den Vor- oder wiederum Nachteil gegenüber den anderen. Aber wie gesagt, 250 oder beziehungsweise 100 Hitpoints meines Erachtens sind es die wert, den Schweden zu spielen. Beim Gewicht haben wir hier den leichtesten unter den Heavys mit knapp 45 Tonnen, die anderen sei bei 55 oder sogar 62 Tonnen. Er hat aber trotzdem den zweitstärksten Motor, der 57 Heavy ist nochmal 90 PS schwächer motorisiert, der 50B hat 300 PS mehr. Am Ende des Ganzen ist das Leistungsgewicht auf jeden Fall auf seiner Seite stehend, nämlich man hat in dem Fall pro Tonne 20 PS, bei den anderen ist es dann 14 oder auch 19. Dementsprechend kommen natürlich auch die Geschwindigkeitsverhältnisse zum Tragen. 60 km/h ist der Kranwagen schnell, allerdings sehen wir hier, der 50B ist da sogar nochmal flinker. Es geht aber hier auch um die Endgeschwindigkeit und natürlich ist auch der Wert spannend, wie schnell kommt ein Panzer überhaupt auf seine Geschwindigkeit und das werden wir gleich im Spiel sehen, wie der Schwede beschleunigt und das ist wirklich gut. Rückwärtsgang 18 km/h und der T57 Heavy weit abgeschlagen hier auf dem letzten Platz, nämlich fast 25 km/h langsamer und 6 km/h in der Rückwärtsbewegung, also da ist der definitiv bei weitem nicht so agil wie die anderen beiden. Was ich vorher schon gemeint habe, Wannendrehgeschwindigkeit mit 31,29, hier die 2 auf dem letzten Platz, der 50B definitiv schneller und flinker. Gut, und ich denke, Thema Sichtbarkeit im Stand und während der Bewegung, da ist ein Heavy nicht dafür da, dass er hier glänzen muss, deswegen lassen wir die Werte einfach mal unkommentiert und bei der Sichtweite, da ist er 10 Meter hinter den anderen beiden, dafür hat er das beste Funkgerät, wie mittlerweile fast schon typisch schwedisch zu erwähnen ist. Ja, das ist dann da klar der Fall. Also ich denke, ein sehr spannender Panzer. Und jetzt dürfen wir uns auf ein sehr interessantes Gameplay freuen, wo wir sehen, was kann das Gerät wirklich. Und das ist einiges, zumindest diese Runde, da spielt er ganz klar seine Stärken aus. So, nun sind wir also im Kranwagen. Wie gesagt, seht es mir nach, keine Ahnung, ob das die richtige Aussprache ist. Ich spreche es einfach mal so aus, wie ich es naiverweise lese. Und zwar habe ich mir einfach hier mal ein Replay rausgesucht. Da gibt es ja einige mittlerweile und da dachte ich mir, suche ich mal das raus, weil vom Damage her ist das schon verdammt gut. Aber viel wichtiger fand ich auch noch Damage blockt und auch das ist ein sensationeller Wert, den wir hier sehen werden. Und denke ich mal, das wird auch zeigen, wo dieser Panzer seine Stärke hat. Aktuell ist das Magazin im Nachladen und wir sehen ja, 40 Granaten sind am Start, eben
28 normale und 12 Premium. Und hier diese Karte wird dem Panzer sehr recht sein, weil er einfach viel mit seinem Turm hier arbeiten kann und wenig seine Wanne offen ist. Das sollte dem Panzer sehr gelegen kommen. Jetzt schauen wir mal, sobald wir den ersten sehen, der da hier aufgeht. In dem Fall der FV. Schon haben wir die ersten 1150 geblockt. Der geht leider in die Brie. Und da kommt aber jetzt noch ein E5 daher, auf den er gut schießen kann. Und auch hier nochmal blockt vom E5. Und der Prototyp und der E5. Und ich glaube, jetzt sehen wir schon, aha. Ja, der Turm, der kann was aushalten. Nur seine Kanone war kaputt, aber das ist halb so wild. So, jetzt hat der FV ihn zwar getroffen, aber jetzt kann er wieder schießen. Muss natürlich kurz hier warten, weil er sonst sein Teammate angeschossen hätte. Aber er kriegt jetzt hier den Schaden genauso raus, wie er ihn raus haben wollte. Und zündet auch noch den FV an. Kein Feuerlöscher scheinbar dabei. Und dementsprechend gehen hier die Hitpoints nach oben. Und er macht hier richtig, richtig Damage. Und da war es auch schon. Und hier prallt auch der gegnerische Granwagen ab. So, der ist schon mal weg. Schön, wie der E5 hier gebremst hat. Und jetzt kommt er hier super drauf. Also wenn ihr eine Position findet, wo ihr eure Wanne verstecken könnt, das ist die riesengroße Stärke, die dieser Panzer mit sich bringt. Mittlerweile schon mal 4350 geblockt und nochmal den FV geblockt. 1051 on top bei 5500 Blocking. Also er kann hier die Seite alleine halten. Leider hier den Schaden nicht angebracht. Da jetzt auch nicht. Halt nochmal ab. Und auch da. Da ist natürlich der E5 selber eine kleine Wuchtbrumme. Und der FV, der hat absolut seine Mühe und Not hier an Schaden zu kommen. ...7050 Blocking bisher. Das langt für eigentlich teilweise schon fast 7 Runden. Und jetzt hat er auch endlich den E5 rausgeschossen. Jetzt kommt hier der gegnerische Schwede, schön aufs Laufrad vorne geballert. Und der hat jetzt hier auf jeden Fall mal die Kette reparieren müssen, weil sonst wäre das für ihn hier deutlich schwieriger geworden. Und 7840 Block. 5400 Schaden gemacht. Und das ist wirklich sehr, sehr spielend. Also jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, mei, der hat sich jetzt hier wahnsinnig angestrengt, sondern der Panzer geht ihm da einfach sehr gut zur Hand und hilft ihm da verdammt gut dabei. Niemals drüber. Der sitzt. Nochmal einen. Und jetzt merkt er 183 auch, dass das da gar nicht so toll ist, gegen den hier zu spielen. Und jetzt kommt er hier nachgerückt. So, jetzt muss er sich hier selber in Bewegung setzen, aber auch da sieht man vernünftiger Antritt für einen Panzer, der dementsprechend gute Panzerung hat. Und jetzt geht es den FV an den Kragen. Erster ist zwar leider gekettet, aber den zweiten
haben dann gesessen und dementsprechend auch der 183 weg und auch der Rückwärtsgang sieht man mal hier. Das Fahrzeug hat eine wirklich tolle Agilität. Wo ich für den Heavy Tank sagen muss, sehr geil. Also gerade wenn man es natürlich mit den anderen Autoloadern vergleicht, da scheint er ein einfach sehr, sehr gutes Allround-Paket zu haben. Also er schaut vom spielerischen Gameplay einfach deutlich ründer aus als der AMX-50B oder der T-57 Heavy. Auch wenn er hier gerade seine Mühe und Not gehabt hat mit dem. So, und jetzt fährt er wieder hinter diesen Wall. Es kommt keiner mehr, dementsprechend hat er ja alle Zeit der Welt sein Magazin wieder zu füllen. Hat er jetzt auch wieder voll. Und jetzt kann er sich den M4A1 zur Brust nehmen. Und da hat er ihn auch schon. Also schon sensationell, der hat 8200 Damage gemacht und erst 2 Kills dabei sich geholt. Ansonsten eine wahnsinnsgeile Runde. Aber ich habe eben von vielen gehört, die sagten, ja, es ist alles gar nicht so schwer mit dem. So, Badshot. Sehr schön hier, dass der gekettet war. Da musste sie schnell wieder reparieren. Kante hat ihm leider nichts gebracht. Und dementsprechend sein dritter Kill und 9300 Schaden. Gerade auf dem Testserver, wo ja wirklich traditionell viel Premium geschossen wird. Klar, er hat jetzt einfach keine normalen Granaten mehr gehabt. Aber sonst muss man sagen, das hätte auch ganz genau so eine Runde auf dem normalen Server sein können. Also da ist wirklich jetzt nicht viel um. Ah, da ist natürlich ärgerlich, dass die erste Granate da in den Boden fliegt. Und dementsprechend fehlt ihm die jetzt. Die Badshot macht hinten alles klar. Und jetzt hat er noch eine einzige Granate. Aber er hat sich schon über 10.400 Damage gebolzt. Und ja, was soll man sagen? Ich glaube, das ist ein wirklich verdammt starker Panzer. Das hat schon, glaube ich, der ein oder andere YouTuber gesagt und ich schließe mich dem an. Der Panzer ist verdammt gut. Und wenn der nicht noch bis zum Release genervt wird, dann droht ihm zumindest danach meines Erachtens die Nerf-Keule. Also das ist ganz klar ein Panzer, der da sehr dazu tendiert, dass er wieder nochmal verändert wird. Soweit würde ich mich zumindest mal aus dem Fenster lehnen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der 10er TD der Schweden? Oder sie cappen es natürlich hier durch. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn er sagt, nee, die beiden sind mir zu krass und so sieht's aus. Machen hier die 100 Tickets voll und damit ist die Runde beendet. Ja, dann haben wir jetzt also auch das Gameplay gesehen. Jetzt würde mich final interessieren, bevor ihr euch die Endloswertung anseht, wie fandet ihr den Panzer? Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich mal besonders interessieren, deswegen haut es in die Kommentare, lasst mir einen Daumen da, ich freue mich sehr, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.